Achter Spieltag in der Fußballverbandsliga Südwest. Nach dem Pokal aus gegen den Oberligisten FV Dudenhofen hat der Verbandsligist SC 07 Idar-Oberstein am 21. September 2019 das nächste Ligaheimspiel gegen die TuS Marienborn ausgetragen. Idar war zu diesem Zeitpunkt mit 15 Punkten Dritter in der Liga. Die Gäste aus Marienborn haben mit 13 Punkten den 5. Platz belegt. Spielbestimmend waren am Anfang die Hausherren. Der SC hat früh versucht, das Aufbauspiel der Gäste zu unterbinden und hat sich selbst viele Torchancen erspielt. Ähnlich wie im Pokal am Dienstag hat der SC auch im Ligaspiel die herausgespielten Torchancen nicht mit letzter Konsequenz ausgespielt. Zur Halbzeit stand es 0:0. Im zweiten Durchgang hat der SC das Tempo kurzzeitig spürbar erhöht und wollte den Führungstreffer. Dieser ist Idar jedoch durch die mittlerweile kompakt stehende Abwehr der Marienborner ausgeblieben. Bis zur 85. Spielminute sah alles nach einem 0:0 unentschieden aus, bis ein Freistoß für die TuS zur 1:0 Führung verwandelt worden ist. Idar hat zwar noch um den Ausgleich gekämpft, musste sich jedoch aber mit der dritten Niederlage in der laufenden Saison abfinden. Meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ich begrüße beide Trainer, Kayhan Cherkici und Uwe Hattenberger, und gebe dem Gästetrainer gleich das erste Wort. Bitte schön. Ja, ihr habt alle das Spiel gesehen. Denkbar knapper Sieg. Wenn wir jetzt mal das Gewinnen-Verlieren weglassen würden, denke ich, dass wir zwei Mannschaften aufeinander getroffen haben, die sich ein bisschen Gedanken gemacht haben um Fußballspielen. Idar-Oberstein hat eine sehr schöne, breite Anlage, Fußball zu spielen. Auch der Platz dementsprechend, auch die Spielanlage angepasst. Da sind Leute dran, die da auch ein bisschen nachdenken, wie man sowas nutzt. Es ist immer wichtig, seine Dinge auch zu nutzen. Diagonale Bälle auf die schnellen Außen, Außenverteidiger, die auch schnell sind. Das sind natürlich Voraussetzungen, die muss man erstmal entgegnen. Das haben wir getan mit auch schnellen Leuten, das wussten wir. Wir haben eine stabile Innenverteidigung, haben auch einen Innenverteidiger, der schnell ist, den wir nach außen gestellt haben und haben das hervorragend entgegnet. Wichtig war für uns aber auch, dass wir Spielanteile haben. Und es ist halt auch so, und ich glaube auch Idar-Oberstein hat auch mit Recht auf Sieg gespielt. Das ist wichtig, natürlich auch das zu wissen, dass wir Kontersituationen bekommen werden, weil so ein großer Raum, wenn man aktiv ist, einen Spielanteil hat, hat man natürlich auch einen größeren Raum zu verteidigen. Das wussten wir, deswegen haben wir diese eine Situation auch in der ersten Halbzeit gehabt, leider nicht genutzt. Es war eine klare Chance, 2 Meter weitergehen, dann steht es 1:0. Wäre vielleicht ein anderer Spielverlauf geworden, vielleicht sogar günstig für Idar-Oberstein, ich weiß nicht. Für uns war es eine hervorragende, lass uns mal telefonieren erst. Für uns war das natürlich gut, dass wir gesagt haben, mit einer Null in die Halbzeit zu gehen. Und dann bereiten wir uns das Ding vor. Natürlich kann man nicht alles planen, wie was läuft. Waren 2, 3 Schrecksituationen da, schnelle Leute, Direktabnahme geblockt. 1, 2 Flachschüsse, die wirklich gut geschossen waren, am Tor vorbei. Nur hatten wir dann auch wieder 2 sehr, sehr gute Chancen. Gerade insbesondere Hut, in der ersten Halbzeit diese eine Situation, sag ich, wenn man es vergleicht über Torchancen, ist der Sieg, ich sag mal, ein klitzekleines verdienter Sieg. Ja, ansonsten denke ich, dass 2 sehr starke Mannschaften aufeinander getroffen sind, die in der Klasse jeden besiegen können und all auch mit einer anständigen Spielanlage. Wir kennen das nicht, große Stadien, in der Anführungsstrichen, für uns ist das ein großes Stadion. Wir kommen aus TuS Marienborn, wir sind ein kleiner Dorfverein, der sich hochgearbeitet hat, und ich glaube, dass von meiner Seite haben sie jeden Tag den Respekt, aber auch, ich denke, auch die Zuschauer haben das honoriert, einen guten Gegner hier gehabt zu haben. Ich glaube, da geht es ja auch um Sport, und deswegen nehmen wir den Sieg mit. Aber ich sage nochmal, eine hervorragende Idar-Obersteiner Mannschaft, die meiner Ansicht nach ihre Hausaufgaben absolut gemacht haben. So, vielen Dank. Uwe, bitteschön. Also, danke Trainerkollege, ich sehe es ein bisschen anders. Das kann man aber gerne auch positiv sehen, denn wenn man gewinnt, dann verteilt man auch gerne Blumen. Erstmal Glückwunsch an Marienborn. Glaube, dass, und wir hatten auf den Tag mehr Regeneration gesetzt gehabt. Wir haben Dienstag ein schweres Spiel in den Knochen, ihr am Mittwoch. Wir haben uns hier stehen Tag, größere Regeneration, durchaus einen Vorteil versprochen. Den haben wir aber jetzt, sagen wir mal, nicht klug ausgespielt, wenn man davon sprechen kann, dass wir einen Vorteil heute hatten. Ansonsten glaube ich,
haben wir uns bemüht im Rahmen unserer körperlichen und personellen Möglichkeiten. Wir haben in vorderster Front, wie in den letzten Spielen auch leider, nicht die nötige Durchschlagskraft gehabt, um uns entscheidend in den gewissen Momenten durchzusetzen. Wir hatten vor allem in der ersten Halbzeit viele Situationen, wo wir Spieler im 16er gehabt haben, wo wir hätten Profit schlagen können. Wir hatten in der zweiten Halbzeit nur noch eine halbe Torschance, da wurde es immer weniger. Und nach hinten heraus, wenn dir dann die Zeit wegläuft, du Gefahr läufst, die Ordnung zu verlieren. Ich habe, glaube ich, heute 7-8 Mal reingerufen, nach hinten raus, Jungs, aus der Position heraus, aus der Tiefenstaffelung trotzdem spielen, dass wir 0-0 dann wenigstens spielen, auch wenn das für uns schon von unserem Anspruchsdenken und so wie wir in die Saison gefunden haben, gefühlt ein bisschen zu wenig war. Wir wollten was gut machen gegenüber Fuß Gönnheim, aber uns hat die nötige Ruhe dann auch in den entscheidenden Momenten gefehlt. Und deswegen sind wir natürlich heute so das erste Mal, glaube ich, so richtig bedient und richtig enttäuscht, weil die Hoffnung natürlich schon bei uns heute groß war, dass wir das Spiel gewinnen können. Haben es nicht geschafft, nach hinten heraus auch nochmal entscheidende Momente für uns zu haben. Und dann ist es ja so oft, wie es kommt. Ja, ein unnötiges Foul. Ja, der Achil, der, glaube ich, ein sehr gutes Spiel gemacht hat, der hinten wirklich gar nichts hat anbrennen lassen, geht da unkultiviert, übermotiviert in den Zweikampf. Der Körperkontakt ist da, er sagt zwar nein, er war nicht da. Ich glaube, wir alle haben gesehen, dass er da war. Kann man pfeifen, er braucht den Spieler nur zu stellen, er kann nichts machen. Er kann maximal den Ball mit der Brust nach hinten zurückklatschen lassen. Dann geht das Spiel 0-0 aus. Ähnlich wie in Fuß Gönnheim, das haben wir nicht geschafft, haben den entscheidenden Fehler gemacht. Somit verlieren wir das Spiel 1-0. Ich wäre heute mit dem 0-0 schon in der Situation, in der wir stecken, zwar nicht zufrieden gewesen, aber zumindest die 0 hätte gestanden und wir hätten darauf aufbauen können. Jetzt haben wir eine, auf Deutsch gesagt, scheiß Trainingswoche vor uns. Müssen Wunden legen und feststellen, dass die Bäume nicht für uns in den Himmel wachsen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir schon auch schauen, dass wir nicht den zweiten Schritt vom ersten machen. Ich sehe immer wieder die Vergleiche hier mit anderen Mannschaften. Die Chancen, die wir haben, wenn andere verlieren, geistert hier immer rum. Und das ist natürlich ein Fehler, denn wir müssen unsere Hausaufgaben machen, müssen uns auf uns fokussieren und nicht uns von unseren eigentlichen Themen abbringen lassen. Deswegen, wie gesagt, hat Marienborn alles gegeben, verletzten Spieler zu beklagen. Hab schon in der ersten Halbzeit mit Wadenkrämpfen auf dem Boden gelegen. Aber irgendwie sind sie auch als große Einheit aufgetreten und aufgrund dessen auch nicht unverdient gewonnen. Es waren zwei Mannschaften, denen man angemerkt hat, dass sie zwei schwere Spiele in den Beinen hatten. Das war deutlich zu sehen an die Temperaturen. Das Tempo war dementsprechend jetzt heute nicht wirklich hoch. Mit dann am Ende ein glücklicher Sieg, aber auch nicht unverdient für Marienborn. Würde ich es kurz beschreiben. Ja. Okay. Dankeschön. Pressevertreter sind, glaube ich, nicht da. Ergebnisse habe ich auch keine. Dann bleibt mir nur noch, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Wir haben jetzt zwei Auswärtsspiele, Uwe, dir eine glückliche Hand. Das war vielleicht den Schalter mal umlegen. Ansonsten ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Euch eine gute Heimfahrt. Danke.